Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods und meiner großen Reise auf der Suche nach der heiligen Tomate. Ja, Reisen macht hungrig, deswegen essen wir jetzt erstmal was. Und ich habe hier mal so ein paar Gärten aufgebaut. Ich bin noch ein bisschen hier spazieren gegangen in der Gegend. Da wollte ich euch jetzt nicht mitnehmen, weil das doch ein bisschen öde ist. Und jetzt schauen wir auch mal in die Gärten rein, habe ich mir überlegt. Also außer in diesen Berry Garden und in die Gurt Gardens, denn da wissen wir ja schon, da können ja gar keine neuen Sachen mehr drin sein. Aber hier bei denen, da bin ich mir nicht sicher. Ach, das ist ja der. Und wenn das keine Tomate ist, na, hallo. Jetzt haben wir auch Weizen. Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Karotten. Oder? Oh Gott. Jetzt ist aber alles voll hier. So, Mais. Chili. Nochmal Kohl. Cauliflower, keine Ahnung. Die Gardens kommen in den Rucksack. Tomate. Okra. Lettuce. Sagt man in Hessen hier so. Und jetzt noch die Sachen. Was war das? Roggen. Ich glaube, das ist Gerste. Ich bin mir mal nicht sicher. Spinat. Und wieder Brussels Sprout. Ja. Sind wir fertig, ne? Wo? Was störst du mich denn jetzt hier? Also echt. Das geht ja gar nicht. Ja, dann habe ich noch hier so komische Erde gefunden, so hässliche. Und ein paar blaue Blumen. Nehmen wir aber alles mit. Was soll denn das? Au. Hilfe. Ihh. Brennender Zombie auf meinem Bett. So, kann ich das jetzt bitte mal in den Rucksack packen? Danke. Sowas aber auch. Ja, diese Störung. So, war es das oder kommt da jetzt noch einer angesprungen? Gut. So, also, wir brauchen nur noch Karotten und wir wollten ja sowieso uns auch noch diesen Wald hier angucken, diesen wunderhübschen. Mit den Kirschbäumen und da geht's jetzt einfach auch mal los. Kann ich mal irgendwas in die Hand nehmen, was nicht so doof aussieht? Ja, die Hand. Oh, hier gibt es auch ganz viele Blümchen. Flowering Oak Leaves. Pfirsich. Pfirsich wird direkt mitgenommen. Ja, und so ein Baum, ja, so schön sie auch sind, aber die sind nicht reif. Kriege ich sie trotzdem runter? Tatsächlich, sie war zwar nicht reif, aber jetzt ist es. Mhm. So, das ist auch eine Eiche, von daher gehe ich mal davon aus, dass ich sie mit einem Eichensetzling kombinieren kann. Wenn nicht, habe ich einfach Pech gehabt. So, aber keine Müdigkeit vorschützen. Was beeile ich mich eigentlich so? Ich bin so in Hektik. Mal ein bisschen ruhiger. So, wir suchen eine Axt. Die packen wir mal dahin. Und mal sicherheitshalber ein bisschen Erde. Irgendwie tut es einem ja leid, so ein schönes Ding niederzumachen. Nehmen wir mal den, der ist vielleicht nicht ganz so groß. Kirschholz. Da hätte ich unglaublich gerne Setzlinge von. Ich gehe mal davon aus, die wird es auch geben. So, und während der jetzt vor sich hin zerfällt, könnte ich mir noch überlegen, ob ich hier so ein paar Blumen mitnehme, aber wir haben zu Hause ohnehin noch nicht so viel Platz und was sollen wir denn jetzt auch mit Blumen anfangen? Fragt sich auch das Schaf und warum fragt sich das mit Recht? So, zwei Setzlinge hätten wir, das ist gut. Gucken wir mal auf unsere Karte. Ja, wir könnten jetzt noch ein Stück nach Norden gehen und ich suche mal weiter nach den Karotten. Ach, Entschuldigung, die Nase juckt irgendwie. So. Aber eigentlich sind wir jetzt soweit fertig und ich wollte auch jetzt den Ausflug nicht zu groß machen, denn sonst werden die Folgen vielleicht ein bisschen zu fade.
Kommt da noch was? Blümchen. Oh, wie süß. Na, wir warten mal noch einen Moment, ob noch ein kleiner Setzling rausfällt und gucken schon mal ein bisschen nach vorne. Ich weiß auch gar nicht, was für einen Garden wir jetzt noch brauchen. Ich glaube, es ist der, aus dem auch die Tomate gekommen ist, wo auch die Karotten rauskommen können. Das wäre also der Leafy Garden. Den jetzt einzeln zu suchen, ist sowieso ein bisschen Wahnsinn. Vor allen Dingen in so bunten Biomen. Da sieht man ja ohnehin die Hand vor Augen nicht. So, und weil ich ja so ein richtiger Naturbursche bin, machen wir auch den Schaden wieder gut und setzen ein neues Bäumchen dahin. So, und wenn wir dann einmal den See umrunden, sind wir auch wieder auf dem Nordkurs. So, da hier nur Baumwolle drin ist, können wir diese Gärten auch wirklich stehen lassen. Das macht überhaupt keinen Sinn, die noch mitzuschleifen. Baumwolle finden wir ja sowieso genug bei uns im Keller. Beerenbüsche haben wir auch noch auf Vorrat. Die gibt es auch wirklich wie Sand am Meer. Und diese Kirschbäume sind einfach sehr schön. Flussschilfrohr. Da kann man, glaube ich, auch Stöckchen draus bauen. Finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Aber hier sind noch Ground Gardens. Ground Gardens. Und auch noch so viele. Ah, Leute, sagt's mir doch einfach. Ich darf ihn nicht in der Hand halten, wenn ich draufschlage. Ah, jetzt hat er ihn gestapelt. Gut, da können wir ja dann vor der Nachtruhe nochmal reinschauen, was denn da jetzt drin war. Blick auf die Karte. Jupp, Nordkurs. So, da wabert noch so ein Gurt Garden, den lassen wir jetzt aber da stehen, wo er ist. Mal auf den Hügel hier hoch. Möglichst ohne Gesellschaft. Ach nee, das ist gar keine Höhle. Ach, was schöne Blumen. Wirklich sehr hübsch. Engelwurz. Oh ja. Ach ja, es ist wirklich eine sehr bunte Reise, die wir hier unternehmen. So, hier sieht es mir wieder etwas abschüssig aus. Mhm. Dann erklimme ich doch mal noch diesen Hügel. Und schau mal, was sich hier noch so bietet. Joa. Höhlengeräusch. Hier so eine kleine Schlucht. Da hinten sind diese Kirschbäume. Ich sollte mich mal nicht so schnell fortbewegen, denn hier wird ständig die Welt nachgeneriert. Das frisst schon ein wenig Ressourcen. Ah, okay. Alles nicht so dramatisch. Hätte mich ja gefreut, wenn ich jetzt auch irgend so ein Hütchen oder sowas gefunden hätte, aber naja, will ja nicht so kleinlich sein. Blaue Heidelbeere. Mhm. So, und da sind ja so Riesenbäume. Was seid ihr denn für Bäume? Oh. Gibt's hier auch ein bisschen... Ach, das sind wieder... Ach, das sind Tannen. Soll ich jetzt so eine Tanne fällen? Naja, irgendwie muss ich an die Setzlinge rankommen, wenn ich denn auch Tannen haben möchte. Und ihr seht im Hintergrund, da baut sich die Welt noch fröhlich auf. Wenn ich die abschlage, dann, ja, die spawnen die nicht. Das ist doof, weil die hängt dann an der anderen dran und die Sonne geht unter.
Gehen wir mal auf den Hügel da hinten. Wir werden dort auch das Nachtlager aufschlagen. Wenn wir denn da hochkommen würden. Da kommt streng dich an. Oh, Wölfe. Ach, jetzt habe ich schon gedacht, wo ist denn mein Bett hin? So, Bett. Erstmal gucken, ob der Platz auch frei ist. Jawohl. Gute Nacht. So, die Welt ist noch unverändert. Das ist schön, wenn man morgens aufsteht und alles ist so wie vorher. Wo ist denn mal so ein Baum in klein? Der ist relativ... Uah. Hat er mich ja fast über die Kante geruckelt. Schelm, du. So, das ist doch hoffentlich auch eine Tanne. Jawohl, das ist eine Tanne. Ich habe auch keinen Platz. Ah. Müssen doch erst nochmal im Rucksack rumfummeln. Ja, diesen komischen Müll da wegtun. So. Ach, die Welt wurde gespeichert. Das ist auch schön. Jetzt kann uns gar nichts mehr passieren. Glaubt man so. Boah, das macht mich ganz wuschig hier in diesem Geruckel drin. Schnell wieder raus. Sonst kollabiere ich hier noch. Und da haben wir auch schon einen Setzling gefangen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie so her? Wohnen Sie hier? Noch mehr Leute mitgebracht? Nö, sieht nicht so aus. So, aber Ihre Erfahrung, die nehme ich mit. Ein wenig ruckelig hier das Ganze. So, aber zwei Tannensetzlinge haben wir. Dann kann der jetzt vor sich hin ruckeln. Ist mir egal. Dann hecheln wir jetzt nur noch hier diesen Hügel hoch. Und machen uns dann mal langsam wieder auf den Nachhauseweg. Den ich dann vermutlich auch nicht mehr hier in epischer Breite mit aufnehmen werde. Also entweder mache ich ihn als Zusammenschnitt... Oder als beschleunigtes Video. Mal gucken. Sehr bizarre Landschaften hier. Oh Gott. Ich bin ein bisschen erschrocken. Aber nur ein bisschen. Oh, da hinten brennt's. Da ist wohl ein Lavasee. Sanders Pfeilblatt. Mhm. Das ist Xylit. Möchte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich mit diesen schwarzen Blöcken so anstellen sollte. So, da laufen wir jetzt mal lieber nicht drauf. Das ist nämlich die böse Lava, die hier diesen Baum brennen lässt. Salz, naja. Müssen wir auch nicht unbedingt mitschleifen. Wir sind eh schon so voll bepackt. Und deswegen drehen wir jetzt auch schon mal so in Richtung Rückweg. Aber damit wir noch ein bisschen Karte aufdecken, gehe ich noch ein Stück nach hier. Und gehe dann einfach wieder südlich zurück. Und dann sollte ich eigentlich den Weg auch nach Hause finden. Ground Garden. Der wird mitgenommen. Und da ist auch noch ein Leafy Garden. Mein jetzt Gardens aber hier. Oh, ein Feuerstein.
So, verrottetes Fleisch brauche ich jetzt nicht so zwingend. Ja, ich hab's gehört. Ja, ich hab's wieder eingesammelt. So, jetzt ist es aber wirklich weg. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Also ungefähr so. Karte gucken. Ja, das reicht, um jetzt noch weitere Sachen aufzudecken. Jetzt gehen wir in die Richtung. Wir können ja dann bei Gelegenheit auch noch mal in die anderen Richtungen von mir zu Hause ausgehen. Ist ja auch kein Problem. Aber nur reisen, wisst ihr ja selbst, das liegt mir nicht. Ich möchte ja auch was bauen. Ich will ja auch mein Kochstudio fertig bekommen. Und endlich die Pizza machen. Was hängt denn da am Baum? Felsenorchidee. Auf jeden Fall habe ich mir viel zu viel Essen mitgenommen, aber gut, besser zu viel als zu wenig. Kleefeld. Eichenlaub, was seid ihr so? Oh, Pfingstrosen. So mal was Bekanntes aus dem alten Minecraft, kann man schon fast sagen. Naja, ich falle da schon nicht rein. Ich gehe trotzdem lieber links rum. Muss der hier jetzt nicht da den wilden Mann spielen und dann mich noch blamieren? Und vor allen Dingen den ganzen Weg dann zurücklatschen, um meine Sachen zu holen? Da habe ich jetzt nicht so den Bock drauf. Außerdem möchte ich heute Abend Pizza essen. Okay, heute Abend vielleicht noch nicht. Na doch, je nachdem, wenn wir noch ein bisschen kompostieren, dann wird das vielleicht was. Mal gucken. Oh, ein Dorf. Ein Dorf, ein Dorf, ein Dorf. Ein Loch, ein Loch, ein Loch. Guten Tag. Guten Tag. Wo steht denn die Sonne? Oh. Naja, was heißt hier? Oh. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sind das normale Birken? Sehen so komisch aus. Bist du Birke? Ja. Scheint irgendwie verwaist zu sein, eine Geisterstadt. Oh, ich habe eine Tür gehört. Ah ja. Da würde ich nicht rausgehen. Sie wohnen aber komisch hier. Guten Tag. Guck mal, ich lege auch mein Schwert aus der Hand. Wussten Sie schon, dass Sie so auch in diese Türen reinkommen? Lass mich da rein. Was pflanzen Sie da an? Lassen Sie sich nicht stören. Ach, guck mal hier. Jetzt habe ich schon hier die ersten Freundschaften neu geknüpft. Gibt ja irgendwo eine Kiste vielleicht rumstehen. Was sind denn das für dämliche Häuser? Entschuldigung. Oh ja. Für Naturburschen und Mädels. Sie leben sehr komisch hier. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Das sind Wassermenschen. Die schützen sogar ihre Felder vor sich selbst. Das finde ich sehr sinnvoll. Haben Sie denn zufällig... Ah, ich sehe sie doch schon. So, jetzt haben wir auch Karotten. Ich nehme die mal mit, ja? Ja? Ist okay? Was ein großes Dorf. Keine Sorge, ich will Ihr Dorf nicht ausbauen zu irgendwas.
Können auch ihre Bücher behalten. Eggplant. Karotten. Sehr interessant. Bei ihnen muss man gut zu Fuß sein, glaube ich. Ja, ich habe ein Bett dabei. Ja, keine Sorge. Aber in Brunnen können sie nicht fallen, das ist gut. Ich verziehe mich auch wieder. Hm? Ich kann nur mein Bett nicht im Wasser aufstellen. Das haben sie sich jetzt selbst eingebrockt. Ne? Wenn sie mal normal wohnen, so wie alle anderen auch. Oh, es röchelt schon. Warum? Schlafenszeit? Nö. Bei ihnen röchelt's. Hallo? Interessiert irgendwie keinen. Na gut. Ich hab halt mal drauf hingewiesen. Will mir nichts nachsagen lassen. Ja, Richtung passt auch. Weiter nach Süden. Das NPC-Dorf zeichnet sich automatisch auf der Karte ein. Das finde ich ja super praktisch. Es ist ein Monster in der Nähe. Das finde ich nicht super praktisch. So. Aber hier. Ja. Das wäre es dann jetzt soweit mit der Tour. Wir sind jetzt durch. Ich laufe jetzt mal wieder nach Hause. Falls ich noch irgendwas Besonderes treffe, melde ich mich natürlich noch mit einer weiteren Aufnahme wieder. Ansonsten geht's dann weiter zu Hause am Tomatenfeld. Ich sage tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal. So, ich melde mich doch nochmal kurz von unterwegs, denn das hier musste ich euch doch noch zeigen. Wahnsinn. Und noch ein guter Tipp von mir, wenn ihr durch den Dschungel geht, macht den Shader aus. Also jedenfalls, ich komme da überhaupt nicht mehr weiter. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Baum mich jetzt auch hier total in die Knie zwingt, technisch. Denn da gibt es viel zum Rumwackeln. Und es ist nicht so, als dass hier in der Gegend nicht schon genug Grünzeug wäre, was sich bewegt. Mal gucken, was die Frames dazu sagen. Aber das ist doch mal ein hübsches Teil. Und noch einer. Wunderbar. Ja, das sind natürlich hier Gebilde, die findet man in Minecraft normal nicht. Superschön. Eine Himmeleiche. Wow. Ob es hier auch als Setzling gibt? Na. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Folge über, oder den Rest noch hier den Baum in seine Einzelteile zerhauen. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Okay, den kann man so nicht abbauen. Da braucht man bestimmt... Da muss ich mich mal schlau machen, ob man da vielleicht sogar eine Eisenaxt für braucht oder so. Das ist nämlich bestimmt... Nee, ich dachte, das wäre von der Ancient Tree Mod, aber... Na, mit den Geräten beschäftigen wir uns auch noch bei Gelegenheit. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben, weil es einfach so bizarr und geil aussieht. Und ansonsten bin ich schon fast zu Hause. No, hier bin ich, da muss ich hin. Also wir sehen uns dann wieder von zu Hause und... Bevor wir das aber machen, werfe ich noch einen Blick in den Rucksack, denn ich möchte euch zeigen, was ich alles aufgesammelt habe, damit ich es nämlich dann offline, wie man so schön sagt, einsortieren kann. Also hier, total gefüllt, ne? Mit Schwarzeiche und Tanne. Ich habe auch noch eine Pinie gefunden. Ich habe mir auch einen Tropenbaum besorgt, auch wenn es so ein Ruckelkram war, den ich euch nicht zeigen konnte. Die Weiden haben wir mitgenommen, Kirschholz. Wir haben die Tomaten gefunden, Karotten im Dorf und all sowas. Jetzt habt ihr es gesehen und jetzt kann ich es auch beruhigt einsortieren. Es röchelt schon wieder, na egal. Und jetzt sage ich aber wirklich tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.